Dann kommt mal rauf. Oh je, schon wieder. Kann es sein, dass sie es nur auf euch abgesehen hat? Irgendwie schon. YouTube des Wasserfalls. Und schon wieder. Ja, klar, jetzt bin ich dran. Diese Wand ist wenigstens... Ja, nee! Wieso denn jetzt? Du hast es ja heraufbeschworen. Du wolltest es ja auch mal haben. Nein, wollte ich nicht. Ich bin mal aufladen, deswegen. Komm. Klar, jetzt treffe ich wieder nicht. Ja, ich wollte gerade zuschauen, dass ich schwebe ich plötzlich. Ja? Klar, jetzt! Ich muss halten. Halt? Nein, halten. Weil die hat mich gerade in den Kombo gerade fast rausgeholt. Das war's. Und ich bin in der Wand. Ja, nee. Ich bin in der Wand verschwunden. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, die ist der. Eigentlich einer der einfachsten, finde ich noch. Der Panikmeister nervig, weil der in der Luft schwebt. Oh, super. Deswegen gleich die Zauber. Werde ich gleich die Zauber auswählen. Am besten gleich die Feuerzauber. Weiter geht's. Was ging noch? Gar nichts. Peitschnorb. Klasse, als hätten wir den schon mal gehabt. Hagen! Oh. Die reden nicht. Das sind wieder diese Stummen. Okay. Hagen! Wer hat eigentlich Hagen gesprochen? Also entweder der mit der Brille oder der mit der Kleine. Ach ja, das seid ihr beide. Klein und mit Brille. Gojira! Endlich! Bin ich? Okay. Hagen, es geht ja gut! Moment. Ich bin doch weg. Was jetzt? Nö, er hat mich ausgedockt. Sie stirbt. Ja! Sie stirbt wirklich! Deswegen habe ich nichts gesagt. Oh. Hey, was machst du? Hagen? Sie gehört mir! Ich bin da, das kann gar nicht. Ich bin's nicht! Also ich. Doch! Was hast du vor? Tantalus braucht ihre Hilfe. Hagen, ich dachte, du liebst sie. Na warte, du Schuft. Wir haben immer ein Schwert an den verpasst. Autsch. Ah. Gojira. Gojira. Ah. Das habe ich gebraucht. Es tut mir leid. Hilf ihr, DJ KR. Geht durch die Tür hinter mir. Gojira ist hinüber. Was? Okay. Da kommt der ja rein. Wegen wer ist diesmal vergewaltigt? Mir fällt gerade ein, irgendwie müssen noch gleich durch eine Tür nachher mal durch. Oh. Gojira! Ah! Bleibt wo ihr seid. Gut. Hat sehr viel Lebensenergie. Was zum... Hey! Aufhören! Es wird hell. Wo bin ich? Gojira lebt! Tatsächlich? Eifersüchtig. Das ist Hagen. Er hat sie seine Lebenskraft übertragen. Glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Jetzt reicht's mir. Ja. Jetzt reicht's mir mit euch. Panikmeister!
Habt ihr die Tür gesehen? Das war auch geil. Oh, so. Dracula möchte gerne. Du musst Start drücken. Start? Hier, R. Start! Ja, mit Start, mit Start machst du aber nur hier dein Dings weg. Nein, er ist weg. Ach so. So. So, jetzt bin ich mal den Zauber mal raus. Und... Wuh! Das war guter Schaden. Ja, aber der hat nicht Vivio als Schwäche, sondern Laterne. Und die haben wir noch nicht. Laterne ist? Ein Lichtzauber. Kann man die überhaupt vor denen schon bekommen? Nee. Aber das ist auch ein bisschen absurd. Ja, aber das Beste ist, den kriegt auch nur Gojira. Alter, den kriegst du, Abi. Ja. Und dann hast du einen weiteren Angriff dadurch auch. Und auch noch einen geilen anderen Zauber. Brauchst du nicht. Ja, aber du solltest mal vielleicht deinen Mana aufladen. Ich muss auch gleich noch meinen Mana aufladen einmal. Au. Gibst du mir noch nicht. Ich warte, ich muss noch einmal zaubern, dann habe ich alles raus. So. Oh, und hat jetzt zwei erreicht. Darf ich auch mal zaubern? Nein. Er lässt sie nicht. So. Ja, das sind Klingen. Das ist ein Feuerchen, die bringen nichts. Zu spät. Jetzt hat er mir eine Feuerklinge gegeben. So, jetzt mache ich es mir mal richtig schön günstig. Erstmal die ganze Zeit Feuerhagel. Doppelter Feuerzauber. Heilt er sich gerade? Das sah ja, auch so der aus. Hat Energiesog auch drauf. Verschwindet nicht so viel den Feuerzauber, aber ab und zu brauchen wir vielleicht Heilung? Ihr seht doch eigentlich mehr oder weniger noch kerngesund aus, bis auf ich. Okay, dann lass mal, hau auch mal raus. Mal gucken, wie viel Schaden du machst. Ich treffe ihn gerade nicht. Da oben. Ich mach aber ganz gut Schaden. 200 und ich nur 50. Dann lass das lieber, lass mir das lieber. Na super, ich bin bewusstlos. Ey, Marco, der Panikmeister ist einer der Bosse, die ich, wie gesagt, stylisch geil finde, aber irgendwie nicht mag. Weil er immer spät. Ja, und deine Flügel schützen ihn auch noch. Irgendwie fühle ich mich in diesem Kampf total nutzlos. Irgendwas ist gerade komisch, warte. Warte mal. Kannst du mal wegmachen? Doch nicht so. Ich dachte schon, der wäre tot, weil ich ihn nie angesehen konnte. Ja, dann mach ich noch. Frage beantwortet? Ja! Gerade mein Analysezauber durchbrochen. Aber wie gesagt, der Panikmeister ist nicht einer meiner Lieblingsbosse. Weil den kriegst du gar nicht mit den Angriffen. Und dann hat er noch so 2,5 LP, das ist so scheiße. Ne. Und weiter geht's. Was kriegen wir jetzt? Schwerdrop. Bumerang. Fick dich. Wir müssen noch eine Tür gleich untersuchen, weil ich glaube, wir haben ein Opfer. Wo ist Hagen? Hagen! Wir haben Nachbarn. Scheiß auf die. Hagen! Ist ja gut, Bitch. Gojira! Lass ihn doch! Ich bin süß. Nee, schon gut. Ich bin okay. Ich finde ihn noch.
Hier ein Taschentuch zum Reinrotzen mal. Jo, dann können wir ja jetzt weitergehen. Okay. Und Hagen suchen. Ja, aber wir gehen jetzt zum Mal raus, weil ich wieder. Ist Hagen nicht eigentlich tot, weil er doch gesagt hat, Hagen hätte seine Lebensenergie übertragen? Nein. Oh, sondern stirbt er nicht. So, wie gesagt, diese eine Tür will ich jetzt noch untersuchen. Es kommen eh keine Monster, also wir haben Glück. Okay. Hagen! Hagen! Ernsthaft! Hagen! So, jetzt mach mir mal hier nicht den Bult. Ey, ich bin eine Drama Queen, ich muss das machen. Das glaube ich aufs Wort. Wie ist eine Tür nochmal zurück? Da macht das Seil gleich. Wenn wir die Tür aufgemacht haben. Nee. Ja, richtig. Die Tür hier. Da ist gleich mal wieder Waffen aufwerten. Diese eine Tür machen wir jetzt. Nur diesen einen Scheiß. Super, ey. Oh, der hat ein schön glühendes Fleischwert. Ist immer noch mit Feuerkraft ausgestattet. Hier ist nichts. Ah. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Hier wäre wahrscheinlich irgendwie nur ein Monster gewesen, mit Sicherheit. Sieht zumindest so danach aus. Ja. Also jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen getrollt, muss ich gestehen. Er ist voll gedisst, Leute. Er ist voll gedisst. Nee, er hat mir getrollt, finde ich mich gerade. Na, okay. Was? WTF? Wir müssen einmal durch den ganzen Hof. Nee, wir müssen einfach nur hier runter und dann... What the fuck? Das war der letzte Ausgang, wo wir wieder reingekommen sind. Ja, aber das habe ich noch nicht gesagt. Ich dachte, jetzt port uns immer zum Ausgang. Scheinbar nicht. Ja, du hast recht. Und hier mit Zorro. Lorna Sarra. Oder wie John. Oder wie Koga. Das Schwein. Der hat auch wirklich die geisteste Orientierung. Er sollte da warten und hat sich dann verfranst. Das war Zorro genauso. Ja. Das sind die besten Charaktere, die sich verfranzen können. Das stimmt. Also ehrlich, da müssen wir eine Liste aufmachen. Wer verfranst sich am meisten? Die Top 10 Figuren, die keine Orientierung haben. Los, geh vorbei! So, wo jetzt hin? In die Revolutionsarmee? Erstmal hier auch Sachen auffüllen wieder. Naja, ihr wisst es. Dann gleich zur Schmiede. Ja, genau. Weiß nicht, wollen wir da noch jetzt noch ein Level machen? Ich würde sagen, es reicht für diese Aufnahmesession. Genau. Wir haben es ja eh schon wieder nach Mitternacht. Gefühlt. Ja. Gefühlt. Dann füllen wir unsere Stacks auf und dann. Und ich darf immer noch mein Chin Tiger Bikini tragen. Das ist ein. Ohne Scheiß! Bitte! Die hat nur ein Höschen! Das ist nur ein fucking Höschen! Wie sieht das im Remake eigentlich aus? Ist das da auch noch unter Höschen? Ich kann mir das auch. Das müssen wir auch mal gucken. Das müssen wir angucken. Was ist das Remake eigentlich? Da, hinter dir. Ich kann mal ausleihen. Moment, So, ich hab mich mal rausgesetzt. Wir müssen noch ein Bett aufsuchen, damit wir speichern können. Okay. Und dann wir eben noch die Orbs machen. Ach stimmt, wo ist der denn eigentlich nochmal? Genau unter dem Schlafsaal. Okay, wo ist der Schlafsaal? Ach, das freue ich mir auch gerade. Nee, das ist doch Kaffee. Sieh mal. Was? Wie sieht ihr denn aus? Oh! Eigentlich bin ich das gewesen. Hagen ist verschwunden. Eigentlich war ich sie gewesen, aber danke. Ich dachte, das ist sehr gut, Gira. Ja, jetzt kommst du, wenn du so... Du Arme! Du Arme! Na nee, das ist wahrscheinlich immer noch hier Sarah. Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Er will sich ab jetzt für den Frieden einsetzen. Das glaube ich irgendwie nicht. Mich auch nicht. Vor allen Dingen, wenn er Tantalus heißt. Mädchen? Ich glaube dem Imperator. Hi, Imperator Palpatine! Ah, scheiße, falsch Imperator. Wir haben es geschafft. Der Imperator hat seine Meinung geändert. Darauf haben wir so lange gewartet. Lasst uns gehen. Kommt mit uns. Nun
nach diesem Gespräch wird alles okay sein. Wir werden sehen. Ah ja? Die Rebellen werden geschnappt. Sonst wir gehen vor. Na gut. Ich komme gerade raus und du hörst jetzt nur noch dieses. Genau. Ich habe mich mal hier schon rausgeklickt, weil ihr macht ja eh jetzt nicht so groß. Da oben geht's doch zu den Betten und so, oder? Meinst du? Ich weiß nicht, das war. Nein, das ist die Kantine. Also der von den Rebellen, das Hauptquartier. Ist ja total falsch mal wieder. Das sagt ausgerechnet der schon. Da ist die. Da! Oh! Leute, soll ich mich hier einklinken? Was da ist es? Ja! Sag mal, ich kann nichts machen! Ich kann auch nicht! Hier! Da, wo ein Bett ist! Das sieht doch jeder blind mit einem Krückstock! Nein! Hast du eine Brille auf? Deswegen ist er blind! Warte mal, sagst du nicht, hier ist irgendwo. Unten ist der Schmied! Machen wir das doch erst! Genau, bevor wir ins Bett gehen und das nächste Mal abschalten. So, Schwert, gleich mal gucken, was für eine Stärke es hat. Und meine Lanze will ich auch gleich mal gucken, was für eine Stärke die kriegt. Klar, die Lanze zum Schluss, Ami! Ja? Ich geh in drin. Ich mach das ja nicht. Na klar, dass du das mal wieder machst, Arschgeiger. Für die Axt haben wir lange nichts gefunden, finde ich, oder? Ja. So, guck mal jetzt gleich mal, was die für eine Stärke die Waffen haben. Alter, guck mal, die ist noch so billig. Noch. Oh, da sind einige schon bei 3000. Also zwei Sachen fehlen uns noch. Ne, drei. Die hier auch. Was kriegt... Genau, warte. So, mal gucken, das ist mal das Schwert. Was hat das? Dämonenschwert. Was hat das mal irgendwie gehalten? Klick mal auf die. Ja, genau. Mach mal drauf. Effektiv gegen Dämonen und Tod. Das hätten wir früher gebrauchen können. Definitiv. Ja, danke. Was hat meine Zentraler-Lanze? Was hat meine? Verwirrt den Gegner. Das mag ich nicht so. Dämonen und. Ja. Alles Dämonen und Tod, ja. Ja, klar. Das hätten wir alles gebraucht. Die haben wir erst auf Level 4. Wir haben erst 4 Orbs. Gegen Insekten. Hier, die zwei haben wir nur auf 3. Entweder wir kriegen nachher noch ein paar Orbs oder. Wundert mich jetzt. Okay, das heißt, wie viel sieht das Power Level aus? Kannst du mal kurz? Warte. So, das Schwert. Der Bogen hat, wow, 59, das ist eigentlich Hipster, gut. Das wollte ich nicht. Lange bleibe ich nicht mehr. 56 und... Ja, und die sind halt noch nicht aufgewertet. Ja, der braucht noch... Puh, 61. Ah, gar nicht meine Lanze. Erstmal. Und ich versuche mal mit Bogen jetzt umzugehen. Ich bleib beim Schwert. Ja, als Held des Mara-Schwertes musst du es, ja. Oder wie der Monster, er bleibt auf das Großschwert. Ja, und ich die Insektenläfe. Ich Bogengewehr, Doppelklinge, was haben wir noch? Alles Mögliche. So. Ab mit uns ins Bett. Los, Hage. Wir haben ja alle schon wieder am Kampf. Ganz am Ende. Ich bin schon in der Wand drin. Na gut, wie dem auch sei, Leute. Für diese Session reicht es erstmal wieder. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Und was müssen wir als nächstes eigentlich machen? Sarah folgen? Nee, zum Imperat, zum Schloss. Also dann heißt es wieder zwei Sieg Bosse. Sieg Heil! Ein nerviges Schlosslevel, sag ich jetzt mal so. Danach wird's lustiger, kriegen wir endlich einen Flughilfe. Und dann heißt es erstmal nach zwei Levels fliegen. Oh. Okay. Naja, dann würde ich sagen, werden wir uns überraschen, was uns noch alles erwartet. Und wie schlimm es wird vor allem. Vor allem die ganzen Bosse, die uns noch erwarten werden. Wir sind aber so, die zwei kommen, sind eigentlich noch relativ einfach, finde ich. Noch, also, es kommen ja bestimmt noch mehr als nur zwei. Nein, 3, 4, 99. Nein. Kommt doch an, welchen Weg wir gehen, dann... Yeah. Naja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Aufnahme und wir hören und... Sehen uns!
beim nächsten Mal wieder. Also ich glaube, wir werden uns nie wieder sehen. Also, auf Wiedersehen, sagt der Master of Disaster. Der verrückte Lila Drache. Und natürlich der DJ Cassie 87. Der kein Wort kriegt. Also, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, dann sag ich auch mal Tschüss.